Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP 2. Zwei Jahrzehnte lang hat er gedauert, Hunderttausende Tote gefordert und Tausende Milliarden Dollar gekostet. Und er endet heute in einem Fiasko. Wir bilanzieren den 20-jährigen US-Militäreinsatz in Afghanistan live im Studio mit dem USA-Experten Michael Wertz und der Afghanistan-Expertin Magdalena Kirchner. Außer Kontrolle. Knapp 40% der Corona-Infektionen entstehen derzeit durch Reisen. Aber die Kontrollen an den Grenzen sind völlig unkoordiniert. Im Handumdrehen. Gold, Silber und Bronze haben die österreichischen Handybiker heute bei den Paralympics in Tokio abgeräumt. Bis zum 31. August wollten die USA aus Afghanistan abgezogen sein. Und eine Minute vor Mitternacht hat gestern Nacht der letzte US-Soldat Kabul verlassen. Knapp 20 Jahre, nachdem eine westliche Militärallianz unter Führung der USA in Afghanistan einmarschiert war, um nach den verheerenden Anschlägen von 9/11 die Al-Qaida aus ihren Verstecken zu jagen und ihre Unterstützer, die islamistische Taliban-Diktatur, zu stürzen. Zwei Jahrzehnte später ziehen die USA wieder ab und die Taliban übernehmen wieder die Macht. Niemand müsse sich vor ihnen fürchten, versprechen die neuen Herrscher, weder im In- noch im Ausland. Aber das sind doch sehr viele Menschen skeptisch. Und für US-Präsident Biden ist der Rückzug der letzten Wochen ein politisches Debakel. Barbara Wolschek berichtet. Es ist Mitternacht in Kabul, als die letzte US-Transportmaschine in den Himmel steigt. Amerikas längster Krieg ist vorbei. Für Amerika. Die Taliban feiern mit einem Feuerwerk. Auch dieses Bild wird Berühmtheit erlangen. Der letzte US-Soldat verlässt Afghanistan. Generalmajor Chris Donahue, aufgenommen durch ein Nachtsichtgerät. Vor 20 Jahren waren die Amerikaner gekommen, um den Krieg gegen den Terror zu führen. Jenen Mann zu jagen, dessen Gesicht damals wie kein anderes für den Terror stand. Osama bin Laden, Kopf der Al-Qaida, Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001. Bei den Taliban hatte Bin Laden Unterschlupf gefunden. Seit Mitte der 90er Jahre haben sie Afghanistan kontrolliert, den Menschen ihre archaisch-islamistische Lebenssicht aufgedrängt, ein Terrorregime geführt. Im Dezember 2001 schien das Ende der Taliban noch absehbar. Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan. The Taliban regime is coming to an end. Es gab Freiheiten für Frauen, den Schulbesuch für Mädchen, eine Lockerung gesellschaftlicher Regelungen allgemein. Der Bart etwa durfte ab. Und es gab Wahlen mit Hamid Karzai, einem Präsidenten, eine Regierung. Und Osama bin Laden war tot, 2011 erschossen von einer amerikanischen Spezialeinheit in Pakistan. Die USA hatten ein wesentliches Kriegsziel erreicht. Im Mai 2014 glaubte Präsident Barack Obama noch an ein baldiges Ende des amerikanischen Militäreinsatzes. And by the end of this year, the transition will be complete and Afghans will take full responsibility for their security and our combat mission will be over. Aber das klang schon nicht mehr ganz so vom Sieg überzeugt. Die Taliban waren aus den Großstädten verdrängt, aber sie waren nicht weg. Und noch eine terroristische Gruppe breitete sich aus. Der IS, der Islamische Staat. Die Anschläge wurden mehr, Attentate, ganz besonders gezielt auf alles, was von den Extremisten als westlich und unislamisch verurteilt wird. In wenigen Jahren kosteten die Attentate tausende afghanische Zivilisten das Leben. Die Rufe nach einem Abzug der Amerikaner wurden lauter, vor allem in Amerika. Die USA unter Präsident Donald Trump verhandeln mit den Taliban. Sagen zu, bis Mai dieses Jahres abzuziehen. Ein Friedensabkommen nannte sich das, was hier Ende Februar in Doha unterzeichnet wurde. Aber es brachte noch immer keinen Frieden. Und die Taliban kamen zurück. Und sie kamen rasch. Die von den Taliban eroberten Gebiete heuer im Mai, im Juli und jetzt Ende August. Der Abzug der westlichen Truppen war absehbar. Aber er war überstürzt und er wirkt in seinen Folgen nicht durchdacht. Joe Biden verteidigt ihn heute dennoch. It was time to end this war.
Der Taliban-Sprecher sagt, man wolle Frieden, gute diplomatische Beziehungen zur ganzen Welt, auch zu den USA. Ihm lauscht eine bestens ausgerüstete Kämpfertruppe. Die USA haben in ihrem chaotischen Abzug nicht alles zerstört. Zurück bleibt militärisches Gerät, der Eindruck eines kolossalen Scheiterns. Und zurück bleiben tausende Afghanen, die mit dem Westen zusammengearbeitet haben und die versuchen werden, den letzten Abfliegenden zu folgen, auf irgendeinem Weg. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, live in Alpbach, mit dem USA-Experten Michael Wertz, der an sich in Washington an der Georgetown University lehrt. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Wolf. Und in Berlin mit Magdalena Kirchner, der Leiterin des Afghanistan-Berufs der Friedrich-Ebert-Stiftung, die bis vor kurzem noch in Kabul gearbeitet hat. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Professor Wertz, der längste Krieg in der Geschichte der USA, tausende tote US-Soldaten, unfassbare Kosten, ein schmählicher Abzug und jetzt ein antiwestliches Regime an der Macht. Ist das für die USA ein zweites Vietnam? Ich glaube, das ist kein zweites Vietnam, aber es sind natürlich Bilder, die Entscheidung von Joe Biden, die er wohl relativ einsam getroffen hat, zu diesem dramatischen und relativ schnellen Rückzug. Es sind die Bilder, die ihn und seine Administration noch über Jahre hinweg belasten werden. Es ist deutlich, dass hier eine westliche Allianz, eine internationale Allianz, die legitim gewesen ist und legitimiert war durch einen UN-Sicherheitsratsbeschluss, innerhalb von 20 Jahren es nicht geschafft hat, das Land in eine Situation zu bringen, in der Afghaninnen und Afghanen selbstständig sich verteidigen können, dort aber in einer Nacht- und Nebelaktion das Land zu verlassen und fluchtartig sich zurückzuziehen, ist etwas, was für die Vereinigten Staaten, aber auch für den Westen insgesamt eine schwere Hypothek bedeutet. Frau Dr. Kirchner, die Taliban beherrschen jetzt mehr von Afghanistan als vor 2001, aber können 40, 50, 60.000 Taliban-Kämpfer dieses riesige Land mit fast 40 Millionen Einwohnern tatsächlich verwalten und regieren? Also erstmal haben die Taliban natürlich durch ihre Erfolge aus den letzten Monaten natürlich noch weitaus mehr Kämpfer und Unterstützer gewinnen können, auch Leute, die die Seiten gewechselt haben. Aber wir dürfen, glaube ich, den Sieg jetzt der Taliban nicht nur als einen militärischen Erfolg deuten. Auch politisch und was eben auch das Narrativ angeht, haben die Taliban einfach sich durchsetzen können. Also sie müssen in vielen Gebieten, werden sie auch militärisch auftreten, werden sie wahrscheinlich auch repressiv sein. Aber in vielen anderen Gebieten ist es ja ihnen gelungen, quasi ohne Waffengewalt an die Macht zu kommen. Und von daher haben sie bis jetzt die relativ besten Aussichtschancen, sich auch dort einigermaßen zu halten. Kann man sagen, wie groß etwa die Unterstützung in der Bevölkerung tatsächlich ist oder wie groß die Gefahr ist, dass das Land wieder in einen Bürgerkrieg stürzt, in einen sehr blutigen wie in den 1990er Jahren? Ich glaube, dass beides hängt ziemlich stark miteinander zusammen. Natürlich haben wir auch durch die Taliban natürlich selber, wir haben keine Situation, in der es um Umfragen geht oder Wahlergebnisse. Die Taliban haben sich bis jetzt noch nicht dazu bekannt, auf Demokratie und Wahlen zu setzen. Und die Menschen sind einfach auch sehr kriegsmüde. Das Land ist arm, das Land ist vom Krieg der letzten Jahre, Jahrzehnte gebeutelt. Die Menschen sind auch schwach und könnten sich, selbst wenn sie wollten, vielleicht nicht so widersetzen. Aber ich denke, dort, wo die Taliban jetzt in Anführungszeichen auch liefern müssen, also in der Armutsbekämpfung. Wir haben eine Dürre im Land, wir haben eine Hungerkrise und Binnenvertriebene. Ich glaube, wenn sie es schaffen, die Menschen sozusagen in ihren Grundbedürfnissen zufriedenzustellen, werden sie sich halten können. Wenn sie es nicht schaffen, ja, dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sich dann auch wieder bewaffneter Widerstand formt. Professor Wertz, sprechen wir kurz über die amerikanische Innenpolitik. Präsident Biden wollte mit dem Ende eines unpopulären Krieges eine populäre Entscheidung treffen. Aber der Abzug der letzten Wochen, vor allem dann mit diesem furchtbaren Anschlag letzte Woche am Flughafen mit fast 200 Toten, der war dann doch ganz offensichtlich ein politisches Debakel für ihn. Es wird schon mit der Geiselnahme und der gescheiterten Freilassungsaktion in Teheran für Jimmy Carter 1979 verglichen. Wie sehr kann denn das mittel- und langfristig seine Präsidentschaft belasten?
Für Joe Biden ist das der größte anzunehmende Unfall, der jetzt geschehen ist in der vergangenen Woche. Er hat in der Tat gedacht, dass er zum Jahrestag des Angriffes auf New York vom September des Jahres 2001, dass er dort einen mehr oder minder geordneten Rückzug anordnen kann. Das ist komplett nach hinten losgegangen. Er hat sich dabei darauf verlassen, dass fast 3/4 der Amerikanerinnen und Amerikaner, darunter eine absolute Mehrheit von Wählerinnen und Wählern der Republikaner, für einen Abzug aus Afghanistan sich ausgesprochen haben. Diese Zahl ist freilich in den vergangenen Tagen um fast 20% gesunken, nachdem die Bilder doch tiefe Spuren hinterlassen haben in der amerikanischen Öffentlichkeit. Aber es war auch der Versuch zu sagen, wir versuchen jetzt uns auf das eigene Land zu konzentrieren, die Investitionen zurück nach Hause zu bringen. Diesen Krieg, der über 6,4 Billionen Dollar verschlungen hat, wenn man in Irak mit einrechnet, zu beenden. Und man darf auch nicht vergessen, dass die letzten drei Präsidenten in den Vereinigten Staaten gewählt worden sind mit dem Versprechen, diese Kriege zu beenden. Barack Obama hätte sich in den Vorwahlen der Demokratischen Partei nicht gegen Hillary Clinton durchsetzen können, wenn er nicht auf einer Anti-Irak Kriegsposition beharrt und diese gegen Clinton ins Feld geführt hätte. Also insofern eine grobe politische Fehlkalkulation, die allerdings, zumindest sah es noch vor einigen Wochen so aus, eine solide gesellschaftliche Basis in den USA vorfand. Frau Dr. Kirchner, die Taliban präsentieren sich in den letzten Tagen ja ganz anders als vor 20 Jahren, als vergleichsweise moderat. Niemand müsse sich vor ihnen fürchten, auch im Land nicht. Aber gibt es wirklich neue Taliban? Ich glaube, die Taliban wiederholen eine Sache aus den 1990er Jahren, die man vielleicht im Ausland nicht so stark mitbekommt. Und das ist, dass sie wirklich sich als Partei von Recht und Ordnung in Afghanistan versuchen darzustellen. Und das ist eben was auf der afghanischen Seite auch anerkannt wird. Also, dass sie beispielsweise in Kabul sich gegen Plünderer stellen oder versuchen eben Ordnung und auch eine schnelle, natürlich sehr brutale Gerichtsordnung herzustellen. Das wird schon von den Leuten auch anerkannt. Ich glaube, sie haben gelernt, in den letzten Jahren auch mit der internationalen Gemeinschaft zu sprechen, unsere Sprache zu sprechen, Dinge zu präsentieren und auch zu kommunizieren, die wichtig sind, und zeigen eben jetzt eher eine Politik oder eine Strategie der Kontinuität. Sie haben ja auch versucht, Minister aus der ehemaligen Regierung zu halten. Sie sorgen natürlich dafür, dass sie an den Schlüsselpositionen der Macht auch sind, aber zumindest von ihrer Rhetorik zeigen sie sich offener. Natürlich auch, weil sie wissen, dass sie vom Ausland abhängig sind. Aber die Frage wird natürlich sein, wie neu können die Taliban sein? Welche Kompromisse müssen die Taliban auch mit radikaleren Kräften in ihren Reihen schließen? Der Aufbau eines modernen Staatswesens in Afghanistan ist in den letzten zwei Jahrzehnten offensichtlich gescheitert, Frau Kirchner. Aber ist zumindest der Versuch der USA gelungen, Afghanistan als Basis für islamistischen Terror auszuschalten? Ich bin kein Anhänger der Theorie, dass man Terrorismus mit Drohnen bekämpfen kann oder überhaupt militärisch, sondern höchstens Symptome und Organisationen. Von daher würde ich überhaupt nicht sagen, dass das erfolgreich gewesen ist. Im Gegenteil, Sie haben ja den Anschlag vom Flughafen schon angesprochen. Und die Gründe, warum es in Afghanistan, warum sich Menschen radikalisieren, warum Afghanistan auch ein Rückzugsort sein kann, nämlich weil es Räume gibt von schwacher oder gar nicht vorhandener Staatlichkeit, die sind weiter vorhanden. Ich glaube, was gescheitert ist, ist eben, den Frieden nach Afghanistan zu bringen. Aber man hat immer weiter Terroristen oder angebliche Terroristen bekämpft. Und deswegen hat man vielleicht eine Organisation geschwächt, Al-Qaida, ja. Aber dem IS hat man jetzt sozusagen nicht nur einen Rückzugsort gegeben, sondern eben auch einiges an Propagandamaterial. Herr Wertz, haben die USA eigentlich einen Plan, falls in Afghanistan wieder dschihadistische Terrorgruppen aktiv werden? Natürlich hat der Präsident in keiner Weise zukünftige Militärschläge ausgeschlossen, aber man muss auch das sehr ernst nehmen, was Frau Kirchner gerade erwähnt hat, dass die US-amerikanische Strategie, die sich vornehmlich auf das Militärische und auf die Counter-Terrorism-Aktivitäten, also die gegenterroristische Zellen gerichtete militärische Strategie ausgerichtet hatte, dass das nicht genug war. Man muss sich auch erinnern, dass in den ersten 4 oder 5 Jahren nach der Militärinvasion es ja noch keine Widerstandsbewegung gab in Afghanistan.
Afghanistan. Und dort ist damals wertvolle Zeit verschenkt worden, auch natürlich durch die Ablenkung dank des illegitimen Waffenganges im Irak. Dort ist wertvolle Zeit verschenkt worden, die man in stärker Koordination mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Akteuren vor Ort hätte nutzen können. Hinzu kommt, dass die USA einer unheiligen Tradition gefolgt sind, zumindest teilweise mit Warlords Kooperationen abzuschließen, um militärische Sicherheit in den Randregionen Afghanistans zu garantieren. Auch das ist etwas, was zur Korruption und zur fehlenden Legitimität von politischen Institutionen beigetragen hat. Insofern ist das ein selbstverschuldetes Chaos, was jetzt dort produziert worden ist. Und wir müssen damit rechnen, dass in der Zukunft dort auch weiterhin Aktivitäten stattfinden, die die USA oder auch andere westliche Staaten aus wohlverstandenem Eigeninteresse zum Schutz der Bevölkerung in Afghanistan, aber auch der Anrainerstaaten zum Handeln zwingen werden. Ganz kurz noch, Herr Wertz, die Taliban brauchen ja ganz dringend Geld. Die Währungsreserven liegen zum Großteil in den USA beim Internationalen Währungsfonds. Werden die USA das Taliban-Regime letztlich anerkennen und mit ihm kooperieren? Eine formelle Anerkennung ist so gut wie ausgeschlossen, zumindest in absehbarer Zeit. Aber es ist auch klar, darauf drängen auch die europäischen Partner und zu Recht, dass man jetzt nicht, nachdem man alle Fahnen und Flugzeuge eingepackt und in Nacht und Nebel sich aus dem Staub gemacht hat, sagen kann, uns interessiert jetzt nicht mehr, was in dem Land passiert. Das heißt, man wird einen Modus vivendi, eine Umgangsform finden müssen, mit diesem neuen Regime zu arbeiten. Das wird politisch hohe Kosten verursachen für den Präsidenten in den Vereinigten Staaten und wird auch jetzt schon von den politischen Gegnern genutzt. Insofern ist das eine Konsequenz aus der Entscheidung, die Präsident Biden getroffen hat, die ihn noch bis zur nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 verfolgen wird. Und zum Abschluss, Frau Kirchner, warum eigentlich nicht mehr? Warum Afghanistan eigentlich nicht betrachten wie Saudi-Arabien oder den Iran? Islamische Diktaturen, in denen die Menschenrechte großteils missachtet werden, aber mit denen der Westen trotzdem halbwegs kooperiert? Also ich denke, darauf könnte es ja hinauslaufen. Herr Professor Wertz hat es ja gerade gesagt, wir sind ja noch in der Findungsphase. Und ich denke, natürlich müssen wir sehen, dass wir mit den Taliban ja schon seit einigen Jahren sprechen und verhandeln und es sich ein bisschen etabliert hat, als ob sie zumindest das, ja, die zweitbeste Lösung ist, die wir jetzt für Afghanistan haben. Ich denke, man muss jetzt erstmal abwarten, also was für eine Regierung sich jetzt formiert, wie sich das Regime etabliert und ob es eben, wie das eben in Saudi-Arabien und im Iran der Fall ist, eben wirklich auch stabilisierend wirken kann. Denn das ist, glaube ich, noch keineswegs ausgemacht. Aber natürlich wird das auch wieder die Frage sein, welche Kompromisse werden wir machen müssen, welche Bedingungen können wir stellen und sind wir eben, ja, sind wir unehrlich, wenn wir sagen, mit den Taliban arbeiten wir nicht zusammen, weil wir eine Vorgeschichte haben, aber mit Saudi-Arabien machen wir Kompromisse. Ich denke, entscheidend wird die Frage sein, welche Stabilisierungsleistung können die Taliban bieten und welche Außenpolitik werden sie denn jetzt weiter verfolgen. Ich denke schon, dass man sich da früher oder später auch einfach mit Blick auf das Leid der afghanischen Zivilbevölkerung hier arrangieren werden wird. Frau Dr. Kirchner, Herr Professor Wertz, vielen Dank für diese Analysen live aus Altbach und aus Berlin. Guten Abend. Vielen Dank, Herr Wolf. Und wir kommen damit nach Österreich. Seit gestern wurden etwas über 1200 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Bei sehr vielen Tests, der 7-Tage-Schnitt liegt jetzt knapp unter 1400. Aber viel relevanter ist, was sich in den Krankenhäusern tut. Erstmals müssen jetzt nämlich wieder mehr als 500 Corona-Fälle behandelt werden. Nur seit gestern ist das ein Anstieg um 13%. Und auf den Intensivstationen liegen jetzt 130 Corona-PatientInnen. Besonders eindrucksvoll ist der Vergleich mit dem August im letzten Jahr. Anfang des Monats gab es noch ähnlich viele Krankenhausfälle. Am Ende des Monats sind es heuer mehr als dreimal so viele und noch extremer auf den Intensivstationen. Dort gibt es heute sogar um viermal mehr Corona-Fälle als letztes Jahr am 31. August. Fachleute rechnen damit, dass all diese Zahlen in den nächsten Wochen noch weiter nach oben gehen, mit der Öffnung der Schulen und mit dem Ende der Ferien. Knapp 40% der Neuinfektionen stammen derzeit nämlich schon von Menschen, die von Reisen zurückkehren. Und kontrolliert wird da nicht sehr konsequent, berichten Ulla Gammer-Schmidt und Christian Hoffmann. Die Corona-Kontrollen nach dem Sommerurlaub mit Sonne, Strand und Party. Sie können so aussehen wie am Flughafen Wien-Schwechat, wo sich jeder Einreisende, auch wenn es noch so eng wird, ausweisen muss, ausnahmslos. Kommt keiner durch, ohne kontrolliert zu werden. Steht das Militär drinnen. Handy-App hergezeigt, Pass hergezeigt, war überhaupt kein Thema. Müssten Sie warten da jetzt länger? Nein.
Also war wirklich optimal. Gut organisiert. Könnten uns nicht beklagen. Die Corona-Kontrollen können aber auch so aussehen, wie hier am italienisch-österreichischen Grenzübergang Törl-Maglern heute Nachmittag. Auf dem Gas bleiben und ungehindert ab über die Grenze nach Hause. Wir haben alles mit, wir haben Reisepässe mit und Impfpass und wurden durchgewunken. Wir mussten aber auch nichts herzeigen. Beim letzten Mal sind wir nicht kontrolliert worden, sind wir auch da über Davis drüber gefahren, da sind wir nicht kontrolliert worden. Und heute bin ich eben das erste Mal, sind wir das erste Mal kontrolliert worden. Das Grenzmanagement in Österreich ist dank unterschiedlicher Zuständigkeiten, Gesundheitsministerium, Länder, Bezirkshauptmannschaften, Bundesheer, sagen wir, etwas beliebig. Die einen legen es streng aus, die anderen etwas weniger. Fakt ist, und das belegen die Daten, unter den Covid-Neuerkrankten sind immer mehr Reiserückkehrer. Sind es Anfang August knapp 26%, so sind es um den 20. August bereits 38%. Und Fakt ist auch, es sind heuer im August gut ein Viertel weniger Bundesheerangehörige für Grenzkontrollen im Assistenzeinsatz als im Vorjahr. Am Flughafen hält man die strengen Kontrollen jedenfalls aufrecht, weil es auch im Gesetz so steht. Die Vorgabe steht in der Einreiseverordnung. In der Einreiseverordnung ist ganz klar festgelegt, welche Nachweise Reisende erbringen müssen, wenn sie nach Österreich einreisen wollen. Die Behörde ist damit beauftragt, diese Kontrollen durchzuführen, diese Nachweise bei der Einreise zu kontrollieren. Mit allzu genauen Kontrollen hat man auf der Straße allerdings schlechte Erfahrungen gemacht. Rückblick: Vor genau einem Jahr gibt es wegen der Corona-Kontrollen einen Megastau beim Karawankentunnel. Mehr als 12 Stunden müssen die Urlauber damals warten. Aber deswegen heuer fast gar nicht kontrollieren? Wir haben die Möglichkeit, entweder wir kontrollieren sehr genau und effektiv, dann würden sich Staubbildungen von mehreren Kilometern oder vielen, vielen Stunden ergeben. Das ist seitens der Verantwortlichen auch hier auf Bundesebene nicht gewünscht, sondern eben, wie gesagt, diese stichprobenartigen Kontrollen, um den Verkehr in einem vernünftigen Maß im Fluss zu halten. Das Virus kommt auch heuer mit dem Auto nach Österreich. Entweder oder: lückenlose Kontrollen und damit kilometerlange Staus oder fließender Grenzverkehr, aber unbemerkt Corona mit dem Gepäck. Dieser Spagat scheint auch in diesem Sommer nicht geglückt zu sein. Nicht geglückt ist bisher auch, dass sich genügend Menschen im Land schnell genug impfen lassen. Nicht mal 8.000 waren es gestern. Dementsprechend liegt Österreich mit seiner Impfrate mittlerweile deutlich unter dem EU-Schnitt, wo 64% der Bevölkerung zumindest einen Stich bekommen haben. Schlusslicht ist derzeit Bulgarien, während in Portugal schon 85% mindestens eine Impfung haben. Italien liegt aktuell bei ganz guten 70%, will aber noch deutlich mehr. Auch der Widerstand radikaler Impfgegner und Gegnerinnen wird in Italien immer lauter, wie Cornelia Wospanik aus Rom berichtet. Sie wollen sich nicht impfen lassen und sie wollen auch nicht, dass für immer mehr Bereiche der grüne Pass nötig ist. Die No-Vax-Bewegung, hier ihr Rechtsaußen-Aushängeschild von der extremen Forza Nuova, wird zur No-Pass-Bewegung und ruft für morgen zur Blockade von Bahnhöfen. Ohne Pass kann man nämlich keinen Schnellzug mehr nehmen. Es wird laut und gewalttätig. Eine Journalistin der RAI wurde am Wochenende angegriffen und verletzt. Ihrem Kollegen von der Repubblica erging es noch schlechter. Weg mit der Kamera oder ich schneide dir die Kehle durch, hört er bei einem Protest. Und als er nachfragt, sie wollen mir die Kehle durchschneiden, bekommt er statt einer Antwort das. Nicht nur Journalisten sind im Visier. Bei einer Demonstration in Mailand wird ein Informationsstand der Fünf-Sterne-Bewegung zerstört und auch Wissenschaftler geraten ins Fadenkreuz. Über soziale Netzwerke werden nicht nur Drohungen verbreitet, sondern auch Informationen über mögliche Opfer ausgetauscht. Es dürfte brenzlig werden morgen an vielen Bahnhöfen im Land. Italiens Politiker sind allesamt im Dilemma. Die Rechtspolitiker, weil sie zwar laut Freiheit schreien, aber nur kleinlaut dazu sagen, dass sie selbst geimpft sind. Die Politiker der Mitte und links davon, weil wohl sie irgendwann einmal das politisch Unpopuläre werden aussprechen müssen. Wenn Italien im September nicht eine Durchimpfung von 80% erreicht, dann wird man über eine Ausweitung der Impfpflicht nachdenken. Und das würde dann erst recht die Menschen auf die Straße treiben. Berichtet Cornelia Wospanik, und wir berichten in dieser Sendung noch über einen gloriosen Österreichtag bei den Paralympics heute. Zuvor aber weitere wichtige Meldungen vom Tag.
Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn übt scharfe Kritik an Österreichs Bundeskanzler Kurz und dem slowenischen Regierungschef Janša, weil diese keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen wollen. Beide würden eine direkte menschliche Solidarität ablehnen, so Asselborn. Außenminister Schallenberg weist die Kritik als absurd zurück. Die Inflation, also die Teuerungsrate in Österreich, steigt weiter. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Teuerungsrate im August bei 3,1% liegen. Das ist der höchste Wert seit fast 10 Jahren. Experten beruhigen, der Preisanstieg werde im nächsten Jahr wieder nachlassen. In Österreich werden die Mindeststrafen für zu schnelles Fahren im Ortsgebiet ab morgen verdoppelt. Wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 Stundenkilometer überschreitet, zahlt 150 Euro statt bisher 70. Die Höchststrafe wird von 2.180 auf 5.000 Euro erhöht. Bei einem Auffahrunfall auf der Südautobahn sind 2 Kinder im Alter von 2 und 6 Jahren ums Leben gekommen. Das Auto einer ukrainischen Familie blieb vermutlich wegen eines technischen Defekts auf der 3. Spur stehen. Ein nachkommender Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Er und die Eltern der Kinder sind außer Lebensgefahr. In Kalifornien müssen infolge eines riesigen Waldbrandes mehr als 20.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Obwohl fast 4.000 Feuerwehrleute im Einsatz sind, ist der Brand, der seit Mitte August wütet, noch immer nicht unter Kontrolle. Es war ein fulminanter Tag heute für Österreichs Athleten bei den Paralympics in Tokio. Gold, Silber und Bronze haben die Radfahrer auf dem Handbike erobert bei geradezu tropischen Temperaturen. Damit steht Österreich knapp nach der Halbzeit schon bei 6 Medaillen. Und auch abseits davon sind die Spiele trotz schwieriger Voraussetzungen rund um die Pandemie eine Erfolgsgeschichte, wie Philipp König berichtet. Bis Sonntag brennt es noch, das paralympische Feuer in Tokio. Wie die Olympischen Spiele davor unterliegt das Großereignis mit 4.527 Athletinnen und Athleten einem strengen Gesundheitskonzept. Trotz der damit fehlenden Zuschauer ist die Stimmung gut. Es ist natürlich traurig, dass niemand zujubeln kann. Das würden wir uns natürlich wünschen und vor allem die Athletinnen und Athleten hätten sich's verdient. Und wir wenige, die wir hier sein dürfen, versuchen es wettzumachen, indem wir applaudieren, anfeuern, notfalls auch trösten, aber doch hier zu sein. Begrenzt ist damit auch die Anzahl der Betreuer. So kann es wie heute bei der Bronzemedaille von Alexander Kritsch passieren, dass dieser erst beim Interview nach dem Bewerb von seinem Erfolg erfährt. Dritter? Nein, ich glaube, ich bin. Nein, wirklich Dritter? Nein, echt, oder? Wie ist das? Kritsch? Bist du in der Klasse? H4. H4? So, die Klasse H4. Und der Alexander Kritsch, ja, ist Dritter. Jawohl! Yes! Und das ist der Mann, der das erste Gold für Österreich holt. Walter Ablinger, 52 Jahre alt aus Oberösterreich, seit einem Arbeitsunfall 1999 querschnittsgelähmt, wiederholt seinen Sieg von London 2012 im Handbiking. Unglaublich, unglaubliche Gefühle, unglaubliche Dankbarkeit, dass ich das noch miterleben darf. Ablinger ist wie alle anderen heutigen Medaillengewinner kommende Nacht bereits wieder im Einsatz. Das Ziel des österreichischen Paralympischen Komitees von 9 Medaillen wie in Rio 2016 könnte zumindest näher rücken. Und damit verabschieden wir uns für heute von allen, die uns via Dreisat zugeschaut haben. Danke für Interesse. Einen schönen Abend noch aus Wien. Hier zeigen wir Ihnen zum Schluss der Sendung aber noch einen Wetterbericht, allerdings einen, der auf den Hund gekommen ist. Im Wetterstudio des kanadischen Senders Global News war heute dieser Besucher zu sehen. Er ist dort allerdings kein Unbekannter. Der vierbeinige Co-Moderator heißt passenderweise Storm, also Sturm, hat einen eigenen Twitter-Account namens Storm the Weather Dog und er gehört Wettermann Anthony Farnell, dem Markus Watzak von Global News. Was erklärt, warum der auch nicht weiter irritiert ist. Bei uns sind die Hundstage hingegen für dieses Jahr schon vorbei. Oder auch nicht. Nach dem ergiebigen Regen der letzten Tage hat es im Westen heute begonnen aufzulockern.
Deutlich mehr Sonnenschein war schon im Süden zu finden. Das Wetter wird nun generell stabiler. Im Westen und Süden gibt es morgen die meisten Sonnenstunden. Von Salzburg ostwärts klingt der Regen zwar tagsüber ab, die Wolken lockern aber nur ab und zu auf. Höchstwerte 18 bis 24 Grad und dazu im Osten kräftiger Wind. In der Folge gibt es in ganz Österreich Spätsommerwetter. In der Früh ist es jeweils frisch, stellenweise nebelig. Tagsüber hat dann die Sonne das Sagen und es ist warm. Schauer über den Bergen bleiben die Ausnahme. Und bei uns in ORF 2 blickt kreuz und quer heute auch nach Afghanistan auf ein ungewöhnliches Frauenschicksal in diesem Land, das kaum zur Ruhe kommt. Khadira hat ihren Vater vor laufenden Kameras beschuldigt, sie seit ihrem 10. Lebensjahr vergewaltigt zu haben und geht vor Gericht. Die Doku 1000 Mädchen wie ich zeigt ihren Kampf um Gerechtigkeit, überschattet von der Furcht, selbst im Gefängnis zu landen. Und die nächsten aktuellen Nachrichten hat die ZIP nach zu den neuen Verkehrsstrafen, die ab morgen gelten. Ist heute Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit zu Gast im Studio. Um 6:56 in ORF 1. Inzwischen von uns allen ja noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.